Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge German Truck Simulator auf meinem Kanal. Heute spielen wir hier wieder weiter. Wir sind immer noch auf dem Weg nach Wien. Und werden natürlich sofort wieder hier Vollgas geben, um unseren Auftrag pünktlich noch anzunehmen. Wir haben nur wenige Stunden Zeit. In 4 Stunden müssen wir in Wien angekommen sein. Und ich sag euch eine Sache, das kann richtig, richtig knapp hier noch werden, wenn wir uns nicht beeilen. Und deswegen bin ich gerade schon wieder hier schnell losgefahren. Wir sind jetzt hier schon in Linz. Oder bei Linz. Und ich finde es schön, dass man den German Truck Simulator halt irgendwann erweitert hat. Zum Austrian Truck. Dass man halt auch in Österreich fahren konnte. Ich habe mir gerade mal informiert, es gibt auch einige Mods für das Spiel. Es gibt auch einen ziemlich geilen Map-Mod. Auf der neuesten Version kann man, glaube ich, sogar nach Italien reinfahren, einen kleinen Schlenker. In eine Stadt in den Niederlanden. Ein bisschen in Tschechien. Ja. Finde ich ganz schön, nur leider müsste man dafür einen neuen Spielstand starten, um diese Map zu benutzen. Und das werden wir auf keinen Fall jetzt tun. Finde ich ein bisschen schade. So, wir sind hier wieder mit über 90 km unterwegs, fast 100. Außerdem haben wir nochmal was an den Grafikeinstellungen vorgenommen. Ich hoffe, das Spiel läuft jetzt flüssig. Denn wir hatten ja in der Vergangenheit damit zu kämpfen, dass das Spiel nicht flüssig lief. Und das war einfach eine hoffentliche Fehleinstellung. Weil, wie gesagt, meine Hardware kann es nicht liegen. Das kann nur eine Software-Einstellung sein, die das hier verursacht hat. Oder, ach du Scheiße. Die Lenkung in dem Spiel ist irgendwie generell scheiße. Merkt man auch so von der Fahrphysik her. Oh, 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 oh. Jetzt wollte ich euch das gerade ein bisschen hier verdeutlichen, aber wir haben da eine angefahren. Ja, hier sieht man es generell gut. Okay, jetzt haben wir gerade ziemlich viel Geschwindigkeit wieder dadurch verloren. Und da hinten ist die Tankstelle. Und kurz nach der Tankstelle, meine ich, kommt Tatsache schon Wien. Und es sieht so aus, als würde es gleich anfangen zu regnen. Wenn man sich mal den Himmel so anguckt, wird es jetzt ziemlich dunkel. Finde ich auch schon wettermäßig hier toll gemacht. So, wir müssen mal gucken. Komm, jeden Moment müsste Wien gleich auf der Karte auftauchen. Da oben stehen schon Häuser, ist aber wahrscheinlich nur so ein kleines Dörfchen. Hier ist eine Art Lärmschutzwand auf der linken Seite. Mhm. Wie weit ist denn das? Gar nicht mehr so weit. Eins weiß ich, Zeit lassen dürfen wir uns trotzdem nicht mehr. Wir haben nur noch 3 Stunden. Also ich muss gleich nochmal gucken, zu welcher Firma ich überhaupt fahren muss. Es wäre besser, wenn ich das wüsste, wenn ich ehrlich bin. Hier muss ich tanken. Nee, nicht unbedingt nötig. So. Jetzt halt wieder meine Wunschanzeige. Dem Kilometerstand und der Geschwindigkeit. Ist hier vorne Stau oder was? Da hinten tauchen die ersten Firmen der Stadt auf. Perfekt. Wir sind gut unterwegs. Hier sind echt viele Windräder. Ich habe schon mal so einen Windradpark in Norddeutschland gesehen. Das ist echt beeindruckend, wie viele Windräder da so auf einem Fleck stehen oder nur wenige Meter voneinander entfernt.
Oder ich meine, das war letzte Woche. Beziehungsweise am Anfang dieser Woche. Ich glaube, es war letzten Sonntag, wenn man die Folge gerade aktuell sieht. Da war ein Tornado in Deutschland, in Hamburg. Und der soll auch echt beeindruckend gewesen sein. Wurde ja sogar gefilmt. Ich habe auch das Video gesehen und muss sagen, echt. Ja, so eine Naturkatastrophe mal so sehen. Schön. An sich, dass dabei oft, je nachdem, Unfälle passieren. Und es natürlich auch Tote gibt. Je nachdem, was genau passiert. Das ist natürlich jetzt nicht so geil, aber auch in der Nähe zu sein, fände ich jetzt nicht so geil persönlich. Aber mal gesehen zu haben, ist schon ein Erlebnis, würde ich sagen. Auch wenn es nur auf Video war. So. Zu welcher Firma, meine Damen und Herren, muss ich denn fahren? E-Mails? Transinet Stokes. Nochmal Stokes. Wo sind die? Einfach geradeaus. Perfekt. Vielleicht soll ich mal einen Tacken langsamer fahren. Ach komm, jetzt wird die Ampel rot. Ach du Scheiße. Wie knapp war es wirklich? Ich war mal so knapp. Oh, ein Kreisverkehr. Oh, jetzt bremst doch nicht so stark. Arschloch. Der biegt nicht ab. Der blinkt 1000 Jahre lang, biegt dann nicht ab, ne? Und dann, das wir verstehen, ich fahre natürlich voll in den Rhein, ja? Und dann, dieser weiße Mercedes hier links von mir, ne? Alter, Leute. Du kannst doch nicht einfach in mich reinfahren, Mann. Erstmal anhutende Runde. Arschloch, Mann. Also in gewissermaßen, in dem einen bin ich ja hinten drauf gefahren. Auffahrunfall, rein theoretisch meine Schuld. Aber so wie ich das jetzt gesehen habe, habe ich auch keine Strafe gezahlt, ne? Enter. Fracht annehmen. So, ich muss noch mal in der E-Mail gucken. Schon noch was von 38.000. Egal, desto mehr Kohle ich bekomme. Desto mehr Zeit kann ich mir auch lassen, wenn ich mal zu spät komme. Ach du Scheiße, der ist ja richtig lang, der Auflieger, meine ich. Oh, ich werde müde. Mist. Okay, dann muss ich sogar noch in der Stadt schlafen. Ich dachte, ihr könnt wenigstens noch losfahren, aber daraus wird dann wohl nichts. Ich glaube, ich muss Sonntag da sein. Sonntag früh. Sonntag um ungefähr 6 Uhr, kann man schon sagen. Stehen! So. Ich muss mal nach vorne sitzen. Zack. Und let's go. Noch komm. Als ob ich hätte abbiegen müssen, weil die Einfahrt einfach hier ist. Upsala. Wow.
Irgendwie kommt mir so vor, als würde ich mit dem Riesending hier nicht um die Ecke passen. Ich muss sagen, das war auch ziemlich knapp. War ein bisschen zu weit. So, komm. Jede Sekunde zählt hier auf. 51 Euro. LKW-Aufrüstung. Motorleistung. So. Motorleistung haben wir noch ein bisschen verstärkt. Dann kann ich es mir nämlich leisten. dann haben wir nämlich mehr Chancen hier auch pünktlich anzukommen. Das ist ziemlich wichtig bei dem Auftrag. Okay, er hat geschlossen. Immerhin habe ich ihn jetzt entdeckt. Ach du Scheiße, wie heftig steht der denn aus? Guckt euch das an, Leute. So, und E-Enter. Oh, ich habe eine Mail bekommen. Nee, keine Zeit. Ich muss erstmal diesen wichtigen Auftrag hier jetzt abschließen. So, wir haben jetzt Samstag früh. Ich habe 24 Stunden Zeit, um nach Dresden zu fahren. So, die Frage ist jetzt nur, wo ich herfahren muss. Ich muss sagen, es wäre jetzt echt praktisch, wenn ich hier eine Verbindungsstrecke hergebe durch Tschechien. Aber die gibt es ja nicht. Okay. Okay, kann auf jeden Fall ordentlich Gas geben hier mit dem besseren Motor. Das merkt man schon, das ist ein deutlicher Unterschied hier. So, Licht auch schön anmachen. Fernlicht aus. So. Auch von der Beschleunigung her habe ich jetzt... Was machen wir denn? Wir bremsen nicht und lassen uns 10 Meter mit 3 km/h. Was ist das denn für ein Fahrer, Mann? Der ist ja eine Gefährdung. Erst bremst er 20 Meter vor der Ampel, lässt sich dann mit 3 km/h darauf zurollen und dann macht er eine Vollbremsung. Das kannst du nicht machen, Junge. Komm hier. Motorleistung, mehr PS, mehr Kraft. Damit kommen wir hier schön voran. Upsala. Der hätte gerade fast gerammt. Wenn wir die Fracht kaputt machen, ist es, glaube ich, sogar noch schlimmer, als wenn wir zu spät kommen. Also die Fracht sollten wir am besten heilen lassen. Und ich muss ganz schnell nach Dresden fahren. Belüftungsrohre. Ich sehe da aber nur ein Rohr und nicht mehrere Rohre. Also. Ein Fehler in der Lieferungsbeschreibung oder was? Eins weiß ich aber. Ich muss einen verdammten 24 Stunden schon da sein. Ich muss mich richtig ranhalten. Und ich kann auch nur mit Glück noch einmal vorher schlafen, bevor ich da sein muss. Aber es wird richtig eng. Also sollten wir uns im Idealfall schon richtig heftig hier wieder beeilen. Und oh, Benzin haben wir auch noch genug. Hauptsache, das geht uns nicht aus. Da
vorne meine ich, ist die Tankstelle schon. Ach Mist.